Italien ist das beliebteste Urlaubsland der Österreicher. Jetzt wehte ein Hauch von Dolce Vita auch durchs Brucker Stadtkino. Dort gab es eine Premiere zu erleben. Zum ersten Mal machten Kultur und Wirtschaft gemeinsame Sache. Mit Vista Mare gibt es einen Film mit einem italienischen Hintergrund zum Thema Urlaub in Italien, Schattenseiten wie Sonnenseiten im wahrsten Sinne des Lebens. Und wir haben hier uns gesagt, okay, wir verbinden das mit einem italienischen Abend, mit dem Damarizio, mit Conny Izzo und ihrem Gatten und sorgen jetzt hier für italienische Stimmung rund um den Film. Und wir schauen mal, ob das angenommen wird vom Publikum. Neben der leidenschaftlichen Musik von Martini Rosso durfte auch die italienische Kulinarik nicht fehlen. Dafür sorgte Maurizio Izzo vom gleichnamigen Brucker Lokal. Heute Abend haben wir einen kleinen Stand draußen, wo wir haben Prosecco und Rosé Prosecco und Tramezzini, ein bisschen einen kleinen italienischen Abend für diesen schönen Kinoabend, oder italienischen Kinoabend. Der italienische Abend könnte wegweisend für die künftige Ausrichtung des Brucker Stadtkinos sein. Für uns ist es wichtig, dass wir ein Kulturkino sind. Wir sind ein Stadtkino, wir sind ein Kulturkino. Wir haben nicht unbedingt die Mainstream-Filme, die man vielleicht so kennt, auch wenn wir es hier und da zeigen dürfen. Aber ansonsten geben wir eigentlich der Kultur den Raum. Das ist eine wichtige Initiative in Bruck an der Mur für die Kultur und jetzt in diesem Fall auch für die Wirtschaft. Das heißt, Kultur und Wirtschaft zusammenbringen. Vielleicht ist das auch eine der zukünftigen Standbeine hier im Stadtkulturkino Bruck an der Mur. Alle Termine im Brucker Kino gibt es unter www.kinobruck.at.